dieser epischen Musik zurück. Herzlich willkommen zurück so, zu Half-Minute Hero Folge 5, Wächterin des Waldes. Yoga. Oh, die Zerstörungsmagie ist gesprochen. Alles soll brennen, Noden abfackeln, kokeln. Ich bin der Feuerbösewicht Yoga. Ich werde diesen Wald niederbrennen und mit ihm die ganze Welt. Natürlich doch. Meine Güte, wie furchtbar der Bösewicht hat begonnen, die Zerstörungsmagie zu bewirken. Ach ja. Du kannst direkt zu seiner Burg gehen, aber... Moment, warte mal. Der Wald steht in Flammen. Hat da womöglich jemand einen Waldbrand gelegt? Was denkst du? Dabei haben wir doch schon genug zu tun. Ich wünschte, die Sache mit dem Waldbrand würde sich irgendwie von alleine erledigen. Aber wir können das natürlich nicht einfach ignorieren. Warum eigentlich nicht? Wir müssen beide Brandhäuser bekämpfen. So, gucken wir mal in den Dorf. Haut. Was kann Items? Kann ich das jetzt kaufen? Ah, da oben war die Taste, okay. Fasskopf. Okay, Gold. Der Wald im Norden ist rot. Was geschieht dort nun? Naja. Das war ein Dorf. Die Rede mit uns. Irgendwo ein böser Bube aus der Höhle im Norden hat den Wald in Brand gesetzt. Der Wald, unser lieber, guter Wald. Ich habe versucht, diesen bösen Buben aufzuhalten. Aber es ist mir nicht gelungen. Verloren, wir haben verloren. Bitte, du musst ihn aufhalten. Würdest du das bitte für uns tun? Bitte, auch von mir ein großes. Bitte, bitte, bitte. Naja. Halt einen Topf. Unternehmen. Ja, wieder kein Werkzeug-Topf und so. Oh, einer. Hatschi! Mann, Heuschnupfen nervt echt total. Ich hätte den Wald niederbrennen sollen, bevor die Pollen anfingen, durch die Luft zu fliegen. Hm, wer bist denn du? Ich bin hier gerade damit beschäftigt, den Wald abzufackeln, weil der diese ganzen Pollen verbreitet. Aha, du bist also hier, um mich aufzuhalten. Haha, wie lustig. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich, Honk, besiegen kannst. Na, du bist auch voll der Honk. Scheiße. Wir sind eindeutig zu schwach. Gold. Was? Oh, Mann. So. Oh, 9 Sekunden. Boah. Ja, ja. Schub ist da. Ah, ja, noch mehr dein Glück. Aber wir müssen unbedingt trainieren. Gold machen wir. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Wert auf jeden Fall. Nein! Wir haben keine 200, Scheiße. Los, 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 los. Jetzt wird das aber echt knapp hier mit dem Mist, ne? Na wohl. Ah, wenn meine Nase endlich mal aufhören würde zu laufen, würdest du vor Angst davonrennen. Und ob du es weißt, das Räubertrio vergisst niemals.
Das wirst du eines Tages noch bitter bereuen. Das kannst du dir ruhig hinter die Ohren schreiben. Haha. Hachi. Achso, der wollte ich nicht. So, labern wir nochmal mit dir. Ich hoffe, wir kriegen eine Belohnung. Danke. Dank dir ist der Wald wieder sicher. Wir stehen tief in deiner Schuld. Lass mich dir zum Dank helfen. Mein Name ist Cecilia. Ich kann dir im Kampf helfend zur Seite stehen. Okay. 300 brauchen wir. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, sehr schön. Nie wieder allein. Ich mache auf jeden Fall weiter einen Kopf. Ich zweifle, dass ich das in 15 Sekunden da hochschaffe. Doch. Diese Göre hat versagt. An mir verbrennst du dir die Finger, und zwar alle 10. Sehr schön. Wie konntest du mich besiegen? Wow, du bist ein echter Heißsporn. Heiß! Wir haben gewonnen. Und das ging doch ganz einfach. Danke von ganzem Herzen. Damit ist unser Wald wieder in Sicherheit. Ich würde dich auch gerne weiterhin begleiten, aber es ist meine Pflicht, den Wald zu beschützen. Schade. Aber ich verspreche dir eins, wenn du einmal gegen einen fiesen Bösewicht kämpfst, dann stehe ich dir gerne bei. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Hey! Danke, dass du den Bösewicht bezwungen hast. Jetzt, da der Bösewicht Geschichte ist, kann ich in Ruhe so viele Bäume pflanzen, wie ich will. Hier ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit. Das ist eine Rüstung, gemacht aus dem Holz dieses Waldes. Die Fassrüstung. Schön. Held, du hast Großes geleistet. Mit Sternchen. Du hast den Bösewicht besiegt und das Feuer erfolgreich bekämpft. Und du hast Eindruck bei einer hübschen Dame gemacht. Wenn du so weitermachst, wirst du bestimmt die ganze Welt in Windeseile gerettet haben, Held. Ja. Das stimmt. So. Den springen wir wieder vor. Das ist auch egal. Naja, wir sind eh nicht die Besten. Mach sogar keine Daten senden. Hallo. Fertig werden. Held hat den Wald vor dem sicheren Flammeninferno bewahrt und obendrein auch Bösewicht Yogaf bezogen. Dank der Hilfe der bezaubernden Cecilia steuert Held mit einem Grinsen im Gesicht ganz neue Lande an. Nächstes Mal bei Held 30, der Wald des Bösen. Oh, die labern bestimmt wieder dasselbe. Sah gut aus, jetzt nur nicht nachlassen. Gewusst wie, je nachdem, was für einen Helm man trägt, kommt einer von diversen Effekten zum Tragen. Als der Wald in Flammen stand, habe ich noch einen anderen Weg gesehen, wo der wohl hinführen mag. Okay. Man nennt diesen Ort den Wald des Bösen. Sei gut vorbereitet, wenn du dich da hineinwagst. Dann heißt es mal wieder, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.